Es ist wieder November, die Hurrikanzeit weiter oben in der Karibik ist durch und wir machen uns dran, nordwärts nochmal von Insel zu Insel zu ziehen. Es heisst Adios Venezuela und schon sind wir in Grenada. Good morning, St. Vincent. Und so wechselt Flagge um Flagge und plötzlich überkommt Livia eine unglaubliche Lismi-Wut, die ich nur mit der Ankunft eines dritten Passagiers weiter oben in den Vereinigten Staaten kann erklären. Wir taufen Simon. Cindy hat jetzt nebst der Bordfrau und Skipper einen Bootsjungen bekommen und ich einen weiteren Begleiter auf den Spaziergängen am Strand. Du bist ein Buch mit leeren Seiten, das niemand hat drin geschrieben. Ich schreibe dich gerne als Erster drin. Ein Spruch, der dir soll bleiben. Kein Zierschrift und kein Firlefanz. Und der Spruch, den ich hätte, sollte klar und einfach drinnen stehen. Fast so wie ein Gebet. Fast so wie ein Gebet. Gib mir Augen, die schauen können. Ich werde mehr als nur mehr sehen. Gib mir Ohren, die hören können. Wenn man los, dann gehört man mehr. Gib mir Flügel, die mich tragen, so wie der Traum entweht. Und eine Stimme für all die Wunder, ab und zu mal Danke sagt. Gib mir Füße, die können laufen, und die Geduld mal bleiben stehen. Gib mir Hände, die können begreifen, wenn der Kopf nicht mehr nachher. Gib mir Flügel, die mich tragen, so weit der Traum entweht. Und eine Stimme für all die Wunder, ab und zu mal Danke sagt. Ab und zu mal Danke sagt. Am Anfang kannst du noch nichts dafür, was in deinem Loch stimmt. Erst nach deinem Nah übernimmst du die Stimme und sagst, was durchgeht. Sag ich mal ganz hart an mich, aus der Schlaf der fast der Schnur. Die Blätter zögern schon wieder mal die erste Seite nur. Die erste Seite nur. Gib mir Augen, die können. Ich werde mehr als nur mehr sehen. So idyllisch ist es nicht immer. Schiffe, die ihm so nachkommen, habe ich gar nicht gern. Es gibt auch heute noch immer Piraterie. Drogenschmuggler überfallen Schiffe, liquidieren Crew und brauchen Schiffe für Drogentransport. Aber auch die Natur ist nicht ganz harmlos. Aus diesen Wolken heraus bildet sich ein paar Stunden später eine gefährliche Windhose, die ihre Gierigrüssel ins Meer abstreckt.